So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen heute mal wieder einen Run mit dem Keeper und ich hoffe, das wird diesmal vielleicht funktionieren. Ich bezweifle es allerdings. Das ist unser Seed. Wir müssen zu Delirium. Es geht los. Wir haben eine Münze. Das ist wunderbar. Nun können wir uns zeigen, falls wir vielleicht Schaden kriegen sollten, was im Idealfall nicht passiert. Was hat so gerade eben funktioniert? Warum ist das Ding da hinten immer noch an? Komm mal raus da. Wunderbar. Oh, gleich 5 Münzen. Problem gelöst. Kommt raus. So ist brav. Meine Jungs. So, kommen wir da ran. Ja, kommen wir, indem wir hier sprengen. Leider kein Geheimraum. Aber immerhin diese Pille mit einem Speed-Up. Sehr schön. Sehr schön. Sehr erfreulich. Oh, oh, oh. Verdammt. Das war knapp. Haben wir den Goldraum schon entdeckt? Nein, haben wir nicht. Ich gehe noch nicht zum Boss. Wir könnten mal kurz in den Shop schauen. Vielleicht gibt es da ein vergünstigtes Item für 7 Münzen. Nein, aber es gibt ein anderes Item, was ich ganz gerne hätte. Nämlich das hier. Ja, bevor ich jetzt die Bombe ausgebe, werde ich jetzt noch mal kurz durch die Ebene laufen und hoffen, dass ich hier irgendwie noch ein bisschen Geld auftreiben kann. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Jetzt nicht getroffen werden, ich brauche das Geld noch. Noch eine Münze, perfekt. Ah, ich muss jetzt leider hier. Ich muss. Ah, da unten gibt es auch noch eine. Besser als nichts. Das andere wäre nichts. Der Sack of Sex wäre einfach viel zu gut, um ihn nicht mitzunehmen. Ich habe das Item nicht aktiviert. Ich bin blöd. So. Und so. Und wir bekommen Tears Down. Perks. Also ganz viel Müll. Mit ganz viel Glück, mit ganz viel Glück kriegen wir unter Umständen vielleicht noch einen Nickel. Vielleicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Vielleicht kriegen wir, nachdem wir ihn bekämpft haben, irgendwas, was uns Bomben gibt. Das könnte natürlich auch sein. Auch das ist unwahrscheinlich. Ach, wie schade. Das wäre beinahe so ein schöner Treffer geworden. Oh ja, steht genau im Feuer drin. Das habe ich gerne. Und wir bekommen ein Tears Up, was... Ja. Schade. Auch das bringt jetzt nichts. Hätte ich auf der Ebene einmal keinen Schaden genommen und einmal die Münze tatsächlich auch eingesetzt, hätte ich vielleicht genug Geld gehabt. Ärgerlich. Curse of the Lost. Hätte funktionieren können, hätte ich keinen Schaden genommen. Und es nicht vergessen. Oh Gott. Okay, okay, okay. Wir haben wieder unser Item und setzen uns doch glatt mal ein. Kriegen natürlich gar nichts. Mal wieder. Kommt irgendwie bekannt vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Hm. Da hinten haben wir eine Kiste, an die wir nur rankommen, wenn wir 2 Bomben hätten. Oder wir können fliegen. Dann brauchen wir nur einen. Ansonsten ist das eine Sackgasse. Beziehungsweise ein nicht erreichbarer Pfad. Nicht erreichbarer Ort, wie auch immer. Habe ich gerade eine Münze gespawnt mit dem Item? Ich glaube nicht. Oh, ein Nickel. Sehr gut. Prima, jetzt haben wir genug, um was zu kaufen. Im Shop. Da kommen wir auch nicht ran. Was sind denn das für Räume hier? Wo waren wir noch nicht? Ich glaube hier. Ja, das ist auch eine Sackgasse.
Hä? Irgendwo muss ich einen Raum übersehen haben. Und wir kriegen einen Schlüssel für den Shop. Ne, für den Shop brauchen wir gar keinen Schlüssel. Dann für die nächste Ebene, für den Goldraum. Auch nicht verkehrt. Da waren wir schon. Hier geht's weiter. Yep. Sehr gut. Wobei das Item, was ich jetzt bekomme, echt Müll ist. Ich hätte viel bessere Items kriegen können. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie ganz tolle Items bekommen, hätte ich noch ein weiteres Mal rerollt. Aber das können wir nicht wissen. Bomben. 5 Bomben. Mit diesen 5 Bomben werde ich tatsächlich zurückgehen und hier freisprengen. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas Tolles rauskriege. Dann hole ich mir auch glatt die Karte. Das könnte interessant werden. Bekommt man eigentlich ein Devil Dip, wenn auf der ersten Ebene den Goat Head einsammelt? Ich glaube nicht. Das ist jetzt natürlich gut. Und jede Menge Geld. Und ich habe mein Item nicht aktiviert. Verpennt. Das da. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Der da sollte mal bitte weg. Wupp. Aha. Sehr schön. Muss nur noch der hier weg und der ist auch weg. Perfekt. Wir holen uns auch zusätzlich die Leiter. Einfach just for fun. Aha, ein Goldhäufchen. Bin davon überzeugt, dass ich es kaputt kriege. Und ich komme irgendwann das Geld ran. Ja, so ein bisschen. An die vielleicht auch noch? Nein, an die hier? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Hat super geklappt. Ich sollte einmal vielleicht ein Item nicht verwenden, damit ich noch zusätzlich eine Aufladung bekomme. Das wäre nicht schlecht. Zum Beispiel hier. Bietet sich gerade an. Glaube ich. Unter Umständen bietet es sich an. Ja. Und ein neues Trinket, was ich nicht mitnehmen werde. Monstro. Und ich freue mich jetzt schon auf den Devil Deal, weil ich dort kein Item mitnehmen darf. Toll. Aua. Fügt euch gerade gegenseitig Schaden zu, das finde ich fantastisch. Devil Deal und ein HP ab. Ah, nee. Nein, 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 nein. Nein. Abgelehnt. Weiter geht's. Hätte ich jetzt das Item mitgenommen, hätte ich nur noch Devil Deals bekommen. Und die Chance, dass dann, naja, nützliche Sachen drin sind, ist sehr gering, weil ich sie alle nicht mitnehmen darf. Effektiv gesehen. Das war schlecht. Hui, ich habe langsam ein bisschen Angst vor diesem Raum. Ein ganz klein wenig. Ganz klein wenig Respekt vor dem Raum. Okay. Puh. Ich hoffe, ich krieg gleich eine Münze. Ansonsten sieht das sehr, sehr düster aus. Keine Münze. Okay. Warum auch nicht? Warum sollte man noch eine Münze mir geben? Das wäre ja zu simpel. Da. Nein. Aus. So nicht. So nicht. Ja, geh nach unten, wo ich dich nicht... Ich bin genau reingelaufen. Ich bin aber sowas von genau reingelaufen. Tja, selber schuld. Aber dafür haben wir gleich hier den Goldraum in die Ecke. Das klingt doch gut. Oder das klingt gut. Natürlich klingt das gut. Ich bin jetzt hier im Goldraum mit einem wunderschönen Item drin. Danke für das Geld. Und kriegen Mom's Knife. Das könnte ein sehr interessanter Run werden. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich die Reichweite vernünftig nutze. Das könnte ein sehr interessanter Run werden. Also im Nahkampf sollte uns eigentlich jetzt niemand mehr irgendwie
irgendwelche Probleme machen. Problem ist nur, ich brauche gegen Delirium nicht Nahkampf, sondern Fernkampf. Es ist ein wenig suboptimal. Wir müssen das, wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf jeden Fall, Triple Knife ist auf jeden Fall super. Wir müssen allerdings höchstwahrscheinlich zu Hush. Da ist das Messer schon mal gut. Moment. Warum drücke ich immer diese Knöpfe, wenn ich weiß, dass da eh nichts Gutes rauskommt? Ah, ein paar Bomben. Okay. Bevor ich jetzt zum Boss gehe. Wir haben ein paar Bomben. Nein. Verdammt. Mist. Ganz, ganz großer Mist. Vielleicht so. Nicht sterben jetzt. Komm, nicht sterben. Mach jetzt nicht den Fehler und sterbe. Das Funny Pack muss ich mitnehmen. Es ist zu gut, um es liegen zu lassen. So unnötig, jetzt wo ich gerade über nachdenke. Aber egal. Wir haben das Funny Pack filled with goodies. Wenn wir getroffen werden, haben wir die Chance, dass wir Items bekommen. Unter Umständen vielleicht eine Münze. Und der Duke of Flies und ist tot. So sollte es immer sein. Das ist ein angenehmer Anfang. Ein sehr angenehmer Anfang. Basement 2. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Das war ein sehr, sehr schöner Start. Jetzt muss ich nur noch mit meinem Messerchen aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Gegner rangehe. Dann wird das auch was. Nein, 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 nein. Wer hat mir gerade Schaden zugefügt? Das hätte nicht sein sollen. Das hätte nicht sein sollen. Chaos. Oh, Chaos. Oh, Chaos. Oh, 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 Chaos. Es ist Chaos. Ich muss es machen. Ja, schade. Ich habe leider keine Schüssel. Bitte gib mir genug Geld. Ja, Chaos haben wir schon mal. Und den Universalschuss für die Ebene. Perfekt. Evil Range und Shot Speed Up. Das ist super. Das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Genau das Richtige. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Sehr schön. Ist ein markierter Stein? Nein, ich dachte gerade. Das ist schlecht. Welches gedrückt heute? Reicht das bis da hinten hin? Ja, aber es trifft, glaube ich, nicht. So gerade eben. So gerade eben. Und wir können zum Boss. Perfekt. Hi, Dingel. Toll, ein HP-Upgrade. Ja, super. Yay. Da wir jetzt Schlüssel haben, kann ich auch mal kurz hier sprengen, hoffe ich mal. Sollte ja kein Problem sein. Okay. Zwei Bomben, hat sich gelohnt. Ein bisschen Geld, sehr gut. War noch was im Shop drin? Nein. Einen Schlüssel haben wir können in die nächste Ebene. Das Item werde ich, oder das Trinket nehme ich nicht mit. Auf geht's. Ich habe die Münze liegen gelassen. Blood Caves. Machen wir das, machen wir das, machen wir das. Nein, ist zu risky. Sterbt. Ihr Teufelsviecher. Gerade die hier sind ein Problem. Alles, was explodiert in Tränen oder sowas, ist alles ein Problem. Aber es funktioniert. Und ich habe wieder mein Item nicht aktiviert.
bin auch nicht lernfähig, was das angeht. Ah, das wäre ein schönes Trinket, wenn ich mehrere Begleiter hätte. Habe ich aber nicht. Es hat irgendwie funktioniert und ich bin da irgendwie lebend rausgekommen. Okay, letzter bitte. Sehr gut. Oh, Probleme. Der hätte Probleme gemacht. Der hätte definitiv Probleme gemacht. Das war blöd. Haben wir irgendwo noch die Möglichkeit? Das gibt mir keine Münze. Ich hole mir die Batterien, aktiviere sie einfach sofort und hoffe, dass ich dadurch vielleicht... Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, wir sind wieder safe. Das Problem ist, das Messer ist sehr unkoordiniert jetzt. Zumindest auch meins ist recht unkoordiniert. Und wir haben so eine geringe Reichweite. Ich brauche unbedingt ein Tears-Up. Das würde unsere Range so effektiv... Naja, prinzipiell würde es unsere Range nicht erhöhen, aber es würde die effektive Range erhöhen, weil wir schneller auf höhere Reichweite kommen. Heißt, wir müssen nicht so lange aufladen. Ah, The Fool, sehr schön. Wir könnten in den Curse Room gehen damit. Oder es einfach für schlechte Zeiten aufbewahren. Wann auch immer die sein sollten. Zum Beispiel hier. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor dem Raum. So. Okay, haben wir. Haben wir. Auch das haben wir. Perfekt. Und wir kriegen das Buch der sieben Sünden. Wollen wir das haben? Eigentlich ja nicht. Ein Guppy-Item. Sehr gerne. Sehr gerne nehme ich das Guppy-Item mit. Aber sowas von gerne. Das ist ein Geschenk. Wenn ich jetzt noch mehr Guppy-Items kriege, wird's lustig. Dann wird's richtig lustig. Dann wird's interessant. Goldrum haben wir, es fehlt noch der Shop. Wir haben so viel Geld, dass sich das definitiv lohnen würde. Das war risky. Das mitzunehmen, was die Münze war, das war doof. Was haben wir hier? Was macht das? Eye of Greed, Gold Tears. Bringt uns nichts. Schade, wir kaufen mal den günstigen Schlüssel. Das war's. Mr. Mega und der Devil Deal mit Müll-Items. Aber jede Menge Fliegen. Wir sind gerade in der dritten Ebene. Das heißt, wir könnten es uns erlauben, mal kurz hier drüben in den Raum zu gehen und dort The Fool einzusetzen. Theoretisch. Also ich meine nicht den Curse Room, ich meine den Kampfraum. Könnten wir uns zumindest angucken, was da drin ist. Wenn es zu riskant ist, porten wir uns raus. Nö, das war nicht zu riskant. Das war absolut in Ordnung. So, wir haben jetzt 15 Münzen, 11 Bomben, 2 Schlüssel. Das ist doch schon mal eine gute Statistik. Nein, ich gehe nicht in den Curse Room. Das ist mir zu riskant. Stellt euch vor, ich werde da drin getroffen. Dann ist aber... Ui, dann ist was los. Dann ist aber was los. War hier sonst noch irgendwas? Nein. Es sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen nur eine bessere Survivability. Und eine höhere Reichweite. Oder eine bessere Tierrate. Irgendwie sowas. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Nummer 1. Nummer 2. Ich habe mein Item wenig aktiviert. So. Jawohl. Sehr schön. Bombe für uns. Münze für uns. Wir gehen weiter. Wir haben gute Chancen. Wir haben wirklich, wirklich gute Chancen gerade. Ich muss sie nur nutzen. Müssen sie nur nutzen. Das war schlecht. Das war schlecht. Okay, alles klar. Nochmal 2 Fliegen. Kein Problem. 4 Gegner sind besiegt. 2 weitere folgen. Perfekt.
Nein, da gehen wir nicht rein. Wir brauchen den Schlüssel für den Goldraum. Aber das nehmen wir schon mal mit. Weil ich eh wahrscheinlich nicht weiß, wo ich schon war und wo nicht. Auf jeden Fall sehe ich, dass ich hier in der Sackgasse gerannt bin. Heißt, irgendein anderer Weg wird der richtige sein. Wie zum Beispiel möglicherweise der hier. Aber es wird kein spaßiger. Das weiß ich jetzt schon. Na komm. Denn diese Viecher hier müssen weg. Das war knapp. So, prima. Addicted ist kein Problem. Hier geht's weiter. Man sieht, wir haben eine hohe Reichweite. Wir können sie nur nicht nutzen, weil wir so lange zum Aufladen brauchen. Da kommen wir nicht rein in den Raum. Okay. Sieht gut aus. Item aktivieren nicht vergessen. Perfekt. Und drei weg. Noch einer weg. Sieht gut aus. Goldraum. Ernsthaft? Ernsthaft? Boah, das ist richtig mies. Das ist richtig, richtig mies. Kriegen wir hier? Nochmal schlechtes Zeug. Ich kauf's trotzdem. Kriegen wir nicht 5 Bomben. Yay. Und das hier auch noch. Bisschen Geld, höhere Devil die Chance. Da sag ich nicht nein. Okay, Sackgasse. Mal wieder. Oh oh. So gerade eben. So gerade eben. Ach komm. Was soll's. Wahrscheinlich geht's hier zum Boss. Unser Messer macht gut Schaden, aber es ist nicht immer ein One-Hit, wie man gerade gesehen hat. Ob das war Fail? Weiter geht's. Nichts. Ruhe da oben und Ruhe hier. Ja. Wunderbar. Auf zum Boss. The Hollow. Ja, das kann ja lustig werden jetzt. The Hollow ist einer meiner Lieblingsgegner mit dem Messer, wie man sieht. Oh. Das ist ein sehr schönes Item. Runengenerator. Ein paar Orgis-Runen wären jetzt natürlich schon ganz gut. Wir müssen schneller werden, wenn wir bei Delirium bestehen wollen. Abgesehen von Hush. Geh mal weg hier. So. Was haben wir hier? Ups. Ups. Sehr gut, hat funktioniert. Da haben wir den Boss. Da haben wir das hier. Das war höllisch knapp. Was ist das? Jera. Nicht schlecht. Wollen wir Jera hier einsetzen? Nein. Was bist du? Two Diamonds. Brauchen wir nicht. Brauchen nicht mehr Geld. Nee. Nee, 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 nee. Behalten Jera mal. Oder gehen wir zum Boss? Wir gehen zum Boss. Und wir sind tot. Okay. Das war böse. Da habe ich etwas überschätzt, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt sind wir tot. Nein, wir wurden nochmal wiederbelebt. Das Spiel meint es gerade etwas gut mit mir. Etwas zu gut. Glitterbombs. Und ein zweites Trinket. Und eins, was uns schneller macht auch noch. Okay, jetzt wird's langsam interessant. Moment, ich kann hier. Das geht doch, oder? Ah, stopp, stopp, stopp. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit.
Jetzt machen wir es nochmal. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Machen wir es nochmal. Und jetzt wären hier natürlich die interessanten Sachen. Ich hätte doch die Two of Diamonds gerade verdoppeln sollen. Oh, ist das bitter. Das ist so bitter. Das ist aber sowas von bitter. Aber das kann man nicht wissen. Und kein Geld. Oh, oh. Ja, kriegen wir jetzt vielleicht... Nein, kriegen wir nicht. Oh, oh. Oh, oh. Aha. Oh. Oh, 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 oh. So gerade eben, was bist du? Vision. Ja, zeig mir her die Vision. Okay. Kriegen wir Geld jetzt. Danke, eine Münze. Weil wir brauchen das Geld eigentlich für was anderes. Ja, Perks. Super. Da bringt mir jetzt Perks auch nichts. Da liegen so viele gute Items. Das ist so... Will haben. Geheimraum, bitte gib mir Geld. Das ist kein Geld. Nope, nope. Das ist kein Geld. Wir könnten in den Kampfraum gleich reingucken. Oder uns erstmal hier rüber sprengen. Schade. Dass ich das machen muss, ist hoffentlich klar. So, noch mehr Geld. Was haben wir hier? Möglichkeit zum Rerollen. Nein. 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 Ja. Damage und Tears up. Damage und Tears up. Okay. 1, 2, 3. Wupp. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Oh nein. Geh bitte weg. Geh weg. Item des Teufels. Ganz viel Luck-Ups. Lemon Party. Okay. Item des Teufels. Geh ganz weit weg. Sollten uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Es spielt sich schon wesentlich angenehmer gerade. Deutlich angenehmer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was bist du? Blank Rune. Ich probiere... Moment, wo ist meine Münze? Da. Ich habe 40 Münzen. Wir werden die beiden Sachen kaufen, die da drüben im Shop sind. Die Bomben könnten sehr, sehr nützlich sein. Einmal das hier, Speed und Shot Speed Up, ist super. Und das hier, für etwas mehr Bums. Ich hab ein bisschen Angst. Ah, das ist ein Lives-Item. Wobei. Ja. So. Perfekt. So. Jetzt bin ich gespannt. Wenn wir sterben, haben wir ein Problem. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Hopp. Eben noch schnell das Item hinschmeißen. Oh, Scatterbombs. Ehrlich? Scatterbombs? Okay. Das ist mega gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Scatterbombs. Ach ey, wir haben so viele Bombeneffekte jetzt.
Das ist richtig gefährlich. Hilft mir nur bei Haschleier nicht helfen. Das war blöd. Das war schlecht. Yikes. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, was ein Glück. Nein, wir gehen da nicht in den Raum rein. Das war höllisch knapp. Aber es hat funktioniert. Irgendwie. Ich will nicht, dass sie explodiert. Okay. Okay. Perfekt, wir sehen die ganze Karte. Sehen, dass wir in die falsche Richtung laufen, um das zu erreichen, was ich gerne hätte. Wir sprengen in der Hoffnung hier, dass es funktioniert. Hat funktioniert. Tears down, damage up. Dafür sind wir etwas langsamer. Tears up, damage up meine ich. Was eigentlich das Beste ist, was uns aktuell passieren kann, so ziemlich. Ich glaube, wir kriegen keine bessere Chancen als jetzt. Noch viel bessere Chancen können wir kaum kriegen. Ich gehe hier rein. Nope, abgelehnt. Ganz abgelehnt. Emperor-Karte kann mir gestohlen bleiben. Wenn wir noch Verfolgungsmesser hätten, wäre es perfekt. Was haben wir hier? Die Kerze. Nee, leider nicht. Ich werde sie kurz mitnehmen, damit sie aus dem Itempool raus ist und dann werde ich wieder gehen. Wir machen sehr, sehr guten Schaden. Auge ist perfekt. Hey. Im Shop muss irgendwas Gutes sein. Gabi-Item. 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 Wir sind Gabi. Wir sind Gabi. Oh mein Gott. Wir haben Orgis und sind Gabi. Wie viele Geschenke muss ich noch kriegen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurz vergessen, unsere Bomben sind höllisch gefährlich. Ich habe Angst, die ganzen Pillen einzusetzen. Range up. Okay. Nichts Gefährliches. Warum habe ich kurz geblinkt? Das war irgendwie merkwürdig. Perks. Braucht man nicht. Weiter geht's, nach oben. Wir haben alles, was wir brauchen. Das setzen wir Spaß ein. Wir haben Orgis. Wir haben einen Triple Shot mit einem Messer und wir sind Gappi. Wenn ich das jetzt vergeige, das ist eigentlich nicht zu verzeihen. Ja, komm. Mach kaputt den Kram hier. Judgment. Nein. Hui, da hätte ich mich beinahe wieder selbst gesprengt. Und wir gehen aber mal ganz dreist weiter. Ich habe irgendwie Respekt gerade. Na komm. Ist eigentlich vollkommen egal, was ich mitnehme. Ich nehme das hier mit und wir gehen weiter. Oh mein Gott, wir haben Gappi. Wir haben Gappi. Ich gucke mal kurz hier rein. Nein, für die Kiste mache ich das nicht. Uns fehlt die Survivability aktuell noch. Das ist etwas, was mir gerade ziemlich Angst macht. Wir haben das Funny Pack, wenn ich mich nicht irre. Aber das Funny Pack bringt mir nichts, wenn es keine Münze droppt. Siehst du? Infested. Eine Black Rune? Nee, die kann mir gestohlen bleiben. Wiedersehen, du. Das war schlecht. Danke für die Heilung. Balls of Steel, ein paar Fliegen, ist nicht verkehrt. Okay.
nichts Besonderes. Es ist unverzeihlich, jetzt mit diesen Items zu verlieren eigentlich. Jeder normale Run wäre jetzt schon gesichert. Absolut. Und das ist das, was mich betrübt. Das ist kein normaler Run, das ist der Keeper. Earthrow. Wir behalten erstmal Aurgis, sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Okay, mach auf die Kiste. Lockup ist immer schön. Brauchen wir die Schlüssel irgendwo für? Auf der Hasch-Ebene bräuchten wir eigentlich Schlüssel. Ja, doch. Das war blöd. Okay. Dankeschön. Dieser Schaden. Es ist abartig, was da an Schaden darum kommt. Es ist wirklich abartig. Sollte meine Schlüssel nicht alle ausgehen, sonst habe ich gleich keine mehr. Und dann ist das Geheule groß. Wenn ich dann bei Hasch ankomme. Okay. Oh, ich dachte gerade, ich laufe auf Stacheln, aber ich kann ja fliegen. Ist alles kein Problem. Ich weiß nicht, was da gerade gestorben ist. Auf jeden Fall ist es gestorben. Natürlich kriege ich jetzt keine Münze. War klar. Jetzt, wenn ich das Ding einsetzen will, kriege ich nichts. Wieder keine Münze, was bist du? Jera. Jera ist schön, setzt sich jetzt hier ein. Kriege ich noch eine zweite Aurgis-Rune. Ich habe Angst gerade vor dem Teil. Yikes. Geh weg. Wow. Gut, dass ich eine Möglichkeit habe zum Rerollen. Das ist wirklich unverschämt. Das trifft es ziemlich genau. Ich lasse mal kurz die Sachen hier liegen. Das ist wirklich unverschämt, was sowas als Item zu geben ist. Ja, das ist schon ordentlich. Da würde ich nicht gegen. Hier war die Rune, oder? Ja. Earthrow. Komm mal mit. Ich hoffe, ich habe genug Schlüssel gleich auf der letzten Ebene. Das heißt, auf der letzten bei Hasch. Ich hoffe wirklich, dass ich genug Schlüssel habe. Einer. Ja, das reicht, um den Shop zu öffnen. Und hoffen, dass da noch irgendwie Schlüssel zu kaufen sind. Ansonsten sieht das schlecht aus. Earthrow. Ja, das Necronomicon. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Klar, damit kann ich den gesamten Raum clearen, aber ne. Das ist irgendwie nicht das, was man sich hofft. Ich kann meinen Kia mal weglegen. So. Storky brauche ich jetzt nicht mehr. Wir haben Aurgis, wir sind safe. So. Gecleared. Bin super angespannt, falls man es vielleicht nicht bemerkt hat. Vor allem, wir haben noch gute Chance. Wir können auch Tränen abfangen mit dem Messer. Das ist gut. Das Einzige, was mir wirklich gefährlich werden könnte, ist Kontaktschaden. Wie man halt gerade gesehen hat. Sehr, sehr gut. Was bist du? Ernstes. Perfekt. Zeig mir gleich, wo ich hin muss. Kontaktschaden ist aktuell das Schlimmste, was mir passieren kann. Geht bloß weg. Ausgeburten des Teufels. Ich vergesse es immer wieder. Es wird mir zum Verhängnis werden irgendwann. Irgendwann wird es mir zum Verhängnis werden. Stirb. Ganz einfach nur stirb. Was bist du? Degas. Okay, gib mir ein paar Fliegen. Das ist schön. Nein. Auf die Luke. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Kein Schlüssel für uns.
Ja, warum auch? Wir haben Guppies Tail. Natürlich kriegen wir keinen Schlüssel mehr jetzt. Es wäre auch zu einfach, jetzt noch einen Schlüssel zu kriegen. Oder man hat einfach Glück und kriegt gleich zwei. Was haben wir hier? Infested. Infested. Lamb Party. Oh, 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 mach bloß keinen Mist hier. Ich habe gerade kurz Angst gehabt. Ich habe gerade kurz ziemlich Angst gehabt. Okay, wir haben 5 Schlüssel. Das ist sehr schön. Was haben wir hier? Perks. Okay, auf zum Boss. Terra, nee, auf zum Boss. Wir gucken kurz hier rein. Öffnen 1, 2, 3 Kisten. Gehen wieder raus und gehen zu Hush. Puh. Okay, der erste Schlüssel geht hierfür drauf. Schade. Dann kaufen wir uns mal einen Schlüssel. Und das war's. Wobei, wir können die Sachen hier kaufen, dann kommen sie definitiv nicht in den anderen beiden Räumen. Ja, machen wir. So, was wir noch machen können, ist hier mal kurz eine Bombe legen. Wollte ich nicht. I'm excited. Brauchen wir nicht. Okay. Ein Schlüssel hierfür. Das ist gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Ja, das ahnen kann, bringt mir nichts. Deswegen nehme ich das hier mit. Jetzt wird es interessant. Was ist das? Speed up. Okay. The Sun haben wir hier auch. The Sun wäre natürlich auch cool. Aber ich bräuchte die Blank Card. Ohne Blank Card. Keine Chance. Explosivo nehmen wir mit, weil es, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss auf unsere Tränen hat jetzt. Okay, 1, 2, 3. Letzte Kiste kriegen wir leider nicht auf. Ich tendiere hierzu. Einfach, um es auf der Ebene sofort einzusetzen und Hush etwas Schaden zuzufügen. Oh mein Gott, wir haben viel zu wenig Möglichkeiten, uns irgendwie selbst zu schützen. Das ist so schrecklich. Klar, wir haben die Messer, sie fangen Tränen ab, aber... Ja, gerade die erste Phase von Hush wird schrecklich für uns. Komm, wir machen das einfach so. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Moment. Wir könnten Glück haben. Wir könnten Glück haben, dass wir hierdurch Münzen kriegen in dem Raum. Ja. Abgesehen davon, dass wir auch Schlüssel so kriegen. Nein, danke. Ich möchte dieses Liberty Cap jetzt haben. Weil dadurch, ja, könnte man auf eine Tierrate von 6 kommen, was verdammt gut wäre. Gegen Hush. Generell wäre das ziemlich gut. Es gibt, glaube ich, keinen wirklich negativen Effekt durch das Liberty Cap. Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Haben wir alles? Nein, 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 haben wir nicht. Da. Unsere Lebensversicherung. Die ich eigentlich für Delirium brauche. Bitte zwing mich nicht, August
bei Hush einzusetzen. Bitte, 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 bitte. Okay, das erste, was wir machen, ist die Bombe legen und das Item aktivieren. Kein Geld. Okay, wir machen weiter. Eine Karte. Das ist Judgment. Bitte gib mir irgendwas. Brauch Geld. Da liegt Geld rum. Perfekt, da liegt Geld rum. Wo ist meine Rune? Da hinten. Ich habe Angst vor dem. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Du Potsau. Zwing mich nicht dazu. Drop Geld. Oder eine Batterie, das geht auch. Nichts. Drop Geld. Nein, das auf gar keinen Fall. Bist du Speed up. Okay. Gib mir Geld. Nein, 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 nein. Das brauche ich. Wo ist mein Geld? Ich brauche Geld. Ich hab's aber mal gemacht jetzt. Kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Auch ohne Dingens. Kriegen das hin. Ich bin davon fest überzeugt. Wir haben 3 starke Messer und den guten Effekt von dem Item. Da liegt Geld. Perfekt. Da liegt Geld. Da liegt Geld. Kriegen das hin. Wir müssen noch mehr Geld kriegen. Bisschen mehr Geld. Wir haben alle Karten. Alle Chancen. Da liegt noch mehr Geld. Soll das etwa der Sieg für uns sein dieses Mal? Soll das etwa der Sieg sein? Es sieht so gut aus. Es sieht so safe aus. Bin ich hier safe? Ich bin hier safe. Ich habe nur Angst, wenn ich getroffen werde. Das ist wirklich das, wovor ich am meisten Angst habe. Oh, das wird was, das wird was. Ich muss Auges nicht verwenden. Zwing mich nicht, Auges zu verwenden. Zwing mich nicht, Auges zu verwenden. Alles safe. Alles safe. Was für Müll du mir hingeschmissen hast. Okay. Wir haben es geschafft. Alles ist safe. Wir haben immer noch Algis. Wir haben immer noch Algis. Es gibt noch so viele Items, die wir so dringend bräuchten. Nein, warum habe ich das getan? Habe ich das getan? Okay, wir legen eine Bombe. Gucken, ob da eine Batterie rauskommt. Da kommt eine Batterie raus. Alles klar. Geld haben wir. Lass ich liegen zum Heilen. Was bist du? Ernstes. Perfekt. Okay. Hier nach unten. In den Geheimraum. Raum geklärt. Bisschen Geld, bleibt liegen. Oha, das war ziemlich, ziemlich böse. Bisschen Geld, bleibt liegen. Okay, ab in den Geheimraum. Natürlich ist der Ultra Greed drinne. Eine Rune für uns. Es ist die Blank Rune mit Perth Draw. Schade. Wir fliegen bereits. Wir brauchen sonst nichts. Wir können weiter nach rechts. Oder gehen wir nach links? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich nicht zu Delirium direkt. Auf gar keinen Fall will ich direkt zu Delirium. Bist du? Perth Draw. Was bist du? Geld. Schade.
Wir gehen einfach mal direkt zum Boss. Ich meine, was soll uns da erwarten, außer der Tod im Zweifelsfall? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben Aulgis. Wir können Bomben nehmen, wir können es irgendwie heilen. Ich werde mich, sobald ich einmal Schaden kriege, werde ich zu ihm rennen, Aulgis einsetzen und Bomben schmeißen wie blöde. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Allein schon, um die Hoffnung nochmal irgendwie Geld zu bekommen. Und sowas zu vermeiden. Das wird so unglaublich schwer. Vielleicht kriegen wir noch eine Rune dadurch. Alter Lars. Bist du? A-Wars. Ja, du bringst mir leider überhaupt nichts. Aulgis haben wir hier. The Chariot. The Chariot ist auch super gut. Ich behalte erstmal The Chariot, damit ich das nicht auf dem Weg zum Boss einsetzen muss. Ich fühlte mich gerade irgendwie sehr schnell. Das lag, glaube ich, an irgendeinem Effekt. Alle tot? Nein, du lebst noch. Ja, da war ein Item. Ah, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht und habe mein Ding jetzt eingesetzt. So, Kiste. Einmal bitte hier sprengen. Ein Schlüssel. Die ersten Bosse kommen jetzt. Bitte lass nicht Delirium dabei sein. Ich brauche dringend irgendwie noch die Autobatterie oder... Aber die Autobatterie... Ja doch, die Autobatterie wäre super. Die Autobatterie wäre super. Die Blank Card wäre perfekt. Oder beide zusammen. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Blank Card und die Autobatterie. Oder eins von beiden. Nur eins ist weg. Sad Bombs. Oh, wow. Sad Bombs. Oh, wow. Sad Bombs. Das ist krass. Loki 2. Ja, das da werde ich rerollen. Ich meine, wenn ich schon hier Perthul kriege, rerolle ich das. Okay, 10 Bomben, besser als nichts. 10 Bomben werde ich wahrscheinlich benutzen können. Dann wollen wir mal nach oben. Oh bitte, lass da nicht Delirium drin sein. Es gibt noch so viele Sachen, die ich nützlich finden könnte aktuell. Zum Beispiel Sad Bombs, das hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich hatte schon so lange keine Sad Bombs mehr. Es wäre sinnvoll, das mitzunehmen, wenn ich nicht gegen Delirium kämpfe. Ansonsten will ich das nicht haben. Ist nur die Adversary. Okay. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Okay, gib her. Es ist infested. Alles klar. Zum Boss. This is the cage. Okay. Er gibt uns Perthrow zum Rerollen. Reroll. Ist das mein Sieg? Ich muss gerade mal sicher gehen, wie viel da rauskommt. Addicted. Will ich das haben? Kann ich währenddessen das so angreifen? Nein, kann ich nicht. Oh, das ist jetzt fies. Das ist richtig fies. Weil das da kann ich nur einmal verwenden. Das hier allerdings. Ganze Zeit. Ich nehme das hier mit. Das ist jetzt richtig fies.
Ich muss es spammen wie blöde, sobald ich irgendwie Schaden kriege. Ich muss alles an Geld mitnehmen, was irgendwo rumliegt jetzt. Weil ich brauche das Geld zum Nutzen des Items. Wir nutzen erstmal The Chariot weiter. Das ist so gemein. Geld und nochmal Perthrow zum Rerollen. Zum Rerollen. Ich könnte das Item rerollen. Wisst ihr was? Ich mach's. Ich rerolle die Münze. Ich hoffe, ich werde da keinen Riesenfehler mitmachen. Bisher hat sich die Slot Machine als recht ergiebiger erwiesen, gerade wie man gerade gesehen hat. Ja, schade, das bringt mir leider überhaupt nichts, weil ich kann schon zwei Trinkets tragen. Leicht habe ich ja Glück und ich krieg nochmal Perthrow irgendwoher. Wird es versucht, alles auszureizen, was irgendwie möglich ist. Vielleicht hätte ich die Münze erstmal behalten sollen. Aber ich krieg jetzt kein Geld mehr über die Ebene. Bleiben wir erstmal bei The Chariot. Liegt auch noch richtig viel Geld rum. Bisschen davon nehmen wir mit. Der Rest bleibt da. Ich weiß auch, wo gehe ich hin. Ich glaube, ich gehe nach links. Nichts? Wow. Highlight. Okay, wir probieren mal kurz was. Bombe und jetzt komm. Irgendwas Gutes. Nichts. Okay. Schade. Geld bleibt erstmal liegen. Eine Rune. Es ist die Black Rune. Nein. Die bleibt schön da liegen. Komm, wir gehen gleich. Wir räumen erstmal auf. Erstmal aufräumen. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Dann gehen wir zum Boss. Erst den Weg freimachen. Automat. Ich werde ihn sprengen. Stars. The Stars wäre die Möglichkeit, aus dem Raum wieder rauszukommen, wenn Delirium da drin sein sollte. Was eigentlich ziemlich perfekt wäre. Ich werde aber erstmal The Chariot für die nächsten beiden Räume verwenden. Komm schon, Messer, flieg! Okay, alles klar. Okay. Wir legen jetzt hier alles hin. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wir holen uns jetzt The Stars und gehen hier rein. Natürlich, es ist das Blue Baby. Wir haben so ein Problem jetzt. Das ist nicht nur schlimm, es ist richtig schlimm. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich zu sein. Okay, wir haben Geld. Alles gut, wir haben Geld. Kann nichts mehr passieren. Wir sind safe, solange wir keinen Blödsinn machen. Okay, alles klar. Gehen weiter. Warum muss es gerade das Blue Baby sein? Delirium, auf Wiedersehen. Okay, wir wissen, wo Delirium ist. Holen uns mal kurz Algis. Und dann klappern wir die restlichen Räume ab. Verdammt, da wollte ich nicht rein. Ja. Dich auch spielen.
Nee, nee, Karma kannst du behalten. Da haben wir noch die Black Rune. Wir werden jetzt mal kurz wieder hier die Chariot wiederholen und dann werden wir hier unten reingehen. Ein paar Bomben. Remote Tier Detonator. Was macht das Ding nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall nichts, was ich haben möchte. Denn wir wollen ja sicher gehen, dass wir uns wieder heilen können. Und das können wir nicht mit dem Remote Tier Detonator. Was bist du? Black Rune. Nee, Blank Rune. Okay. Einmal The Chariot haben wir hier, einmal The High Priestess, das legen wir mal ganz schnell wieder weg. Oh Gott. Oh Gott. Gott, bleib weg. Hier haben wir den Vorteil, wir haben Shielded Tears. Wir können theoretisch frontal gegen irgendwas ankämpfen, was mit Tränen auf uns schießt, weil wir halt mit den Messern die Tränen aufhalten können. Aber trotzdem, es ist mir so unsicher. Sad Bombs haben wir auch. Wir haben eigentlich so gute Chancen. Panic. Perthrow. Jera. Blank Rune. Dagas. Ancestors. Okay. Perthrow und Ancestors. Wir werden, glaube ich, Jera direkt hier einsetzen. Oh. Answers brauchen wir nicht, hätte ich eigentlich vorher wegpacken können. Answers. Dagas gibt uns Fliegen, Perthrow zum Rerollen. Wir da drüben waren einige Items, die ich rerollen wollte. Ich weiß nicht mehr, was die rote Pille macht. Bevor ich sie reroll, sollte ich zumindest mal gucken, was sie macht. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Zweite Taste. Ja, das ist jetzt Bookworm. Na gut. Leider nicht das Richtige für mich. Ich werde alles ausreizen, was irgendwie möglich ist. Und wenn ich kein Item mehr habe, also keine Möglichkeit zum Reroll mehr habe, dann nehme ich mir einfach die Black Rune und hau die restlichen Sachen weg. Dagas, nein, nein. Moment, das hätte ich nicht machen sollen. Wir nehmen mal kurz Perthrow mit und gehen dann mal kurz schauen, was wir da drüben noch kriegen. Anspannung pur. Absolut. Perthrow. Schade. Ein paar Fliegen kriegen wir dadurch. Besser als nichts. Aber nun holen wir uns einfach mal kurz das hier. Tauen das Ding hier weg. Höherer Lackwert, mehr Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist so wichtig bei Delirium. Habe ich schon mal gesagt, dass ich etwas angespannt bin? Ja, vielleicht. Die Black Rune nehmen wir jetzt auch mit und gucken, ob wir da drüben vielleicht das andere Item damit rerollen können jetzt. Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Was bist du nochmal? Hagalas, achso. Nein, dich können wir nicht rerollen. Dann nehmen wir dich hier schon mal mit. In die richtige Richtung. Tauschen dich da drüben aus. Wobei, eigentlich sollte ich dich nicht austauschen. Ich sollte dich einfach nur mitnehmen jetzt. Das war evil. Ich muss jetzt echt aufpassen. Alles kann ist irgendwie tödlich für mich jetzt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich darf Auges eigentlich nicht einsetzen. Loki. Ja, okay. Tschüss, Loki. 99 Bomben, dann nehme ich mit und gehe. Okay, das war's. Keine weitere Chance. Dagas, kann weg. Dagas. Kann weg, gibt uns halt noch ein paar mehr Fliegen. Okay, okay, okay. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich... Ja doch, kann ich alles kein Problem. Das heißt eben das Geld mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich brauche, aber ich will alles Mögliche ausreizen, was geht. Ich habe nur diese eine Chance vermutlich.
Denn wenn ich sterbe, werde ich mit einem Herzen wiederbelebt. Und das ist ein sehr, sehr fataler Umstand, den ich nicht herausfordern möchte. Es kann eigentlich nur schlechter werden. Von daher sollte ich meine guten Chancen jetzt einfach mal nutzen und da reingehen. Danke für die Ankündigung. Ich weiß, dass du da drinne bist. Ich muss die Bomben nutzen. Spätestens dann, wenn ich Schaden kriegen sollte, muss ich die Bomben nutzen. Ach, scheiß drauf. Da haben wir eine Münze. Perfekt. Da haben wir zwei Münzen. Okay. Hier. Und ich weiß, dass die Grünen explodieren. Das hat richtig gut Schaden gemacht gerade. Das hat richtig... Algis. Stirb. Stirb. Du Teufel. Wo ist er? Das ist meine einzige Chance. Stirb. Ah, okay. Es war einfacher als gedacht. Warum nicht gleich so? Was haben wir noch so hier schönes rumliegen? Ja, Perks. Yay! Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist einfach richtig, richtig gut. Sad Bombs mit dem Ding zusammen. Fantastisch. Okay, wir sind durch. Ich laufe hier gerade noch so ein bisschen aufgeschreckt durch die Gegend, aber wir haben es geschafft. Wir sind durch. Und wir kriegen den Crooked Penny, bei dem ich nicht weiß, was er tut. Eieiei. So. Alles abgeschlossen, was wir abschließen können. Jetzt fehlen nur noch die Items. Da können wir uns auch tatsächlich mal kurz die Stats anschauen. Items, es fehlen uns bestimmt noch einige Items. Ja. Ja. Es fehlen uns noch einige Items, wie man hier sieht. Sehr, sehr viele Items fehlen uns. Entweder noch nie benutzt oder noch nie aufgesammelt. Dann gucken wir kurz. Ja, hier sind noch viele, viele Items. Hier sind auch noch ein paar. Also wir haben noch einiges zu tun, was die Items angeht. Die müssen wir noch alle sammeln. Wenn wir das geschafft haben, beziehungsweise währenddessen, fehlt uns eigentlich noch das andere Achievement, wo wir 31 Daily Challenges schaffen müssen. Heißt, von nun an wird es vermehrt Daily Challenges geben. Und es kann sein, dass sich das alles irgendwie etwas aufklumpen wird, dass ihr erst Daily Challenges von vor einer Woche zu sehen bekommt oder wie auch immer. Weil ich habe halt nicht Lust, jeden Tag Daily Challenges zu bringen. Vor allem wird das immer zeitlich recht knapp, wenn ich die zeitnah bringen möchte. Weil ich kann die frühestens halt einen Tag später bringen. Und ich glaube, das wird mir zu stressig. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part. Wir haben alles durch mit allen Charakteren. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.